Die Videobeschreibung hat nicht zu wenig versprochen. Spektakulär. Kann man wirklich aus einem Frischwassertank trinken in einem Wohnmobil, kein Mineralwasser mehr mitnehmen und wirklich alles filtern, und zwar nicht nach den Standards wie damals, wo ja auch viel schon gefiltert worden ist, sondern was sagt die allerneueste Generation von Wasserfilter und wie wird das konkret genutzt und wie sieht das im Alltag aus, vor allem mit einer vierköpfigen Familie. Willkommen zu diesem zweiten Video. Hallo Edgar. Hi. Du hast hier das Schmuckstück. Genau. Und ich will auch gar nicht so viel reden, weil du jetzt das erklären wirst. Es gibt davon ja zwei Varianten, um das vorweg zu sagen. Einmal fest und mobil. Und aber der Reihe nach erstmal, was ist das überhaupt? Genau, das ist eine Umkehrosmoseanlage. Eine mobile mit einem Tank hinten, wo das Wasser aus dem Tank angezogen wird. Erstmal durch einen Vorfilter vorgefiltert wird und dann durch die Membrane gefiltert wird. Und das ist eine Membranfiltration, die wirklich 99,9% alle Fremdstoffe aus dem Wasser rausfiltert und wirklich nur das reinste Wassermolekül dir zur Verfügung stellt. Und wir nutzen das einfach, wir nehmen das Wasser aus dem Wasserhahn, was wir aus dem Tank kriegen, füllen das hier rein, es filtert und wir haben halt das beste Wasser dann. Das Schöne ist, viele bauen sich das ja fest ein und das muss man gar nicht. Man kann ihn jetzt rausnehmen und genau, zu Hause auch hinstellen. Genau, ich habe das jetzt einfach so gelöst hier, dass es nicht bei der Fahrt umfällt mit Klett. Ich mache den einfach ab. Den kann man zu Hause nutzen. Den kann man mit auf Reisen nehmen, im Flugzeug. Nehmen wir genauso, wenn wir wegfliegen, nehmen wir das Teil mit im Handgepäck. Und damit ist man einfach flexibel. Ne? Und hier im Wohnmobil finde ich einfach, ist es die beste Lösung. Wir waren jetzt zum Beispiel 2 Wochen in Spanien unterwegs und wir haben wirklich, das Wasser war nicht so gut dort. Aber wir haben das Wasser, ob es an den Tankstellen war, an irgendwelchen Wasserentnahmestellen genommen und haben das einfach dann gefiltert und auch getrunken. Also erstmal euer normales Wassersystem, da kommt, also euer Wohnmobil nutzt ihr ja auch nicht regelmäßig, da kommt, ja, ich will nicht sagen pekliges Wasser raus, aber kein Wasser, was man trinken kann, das geht durch die Leitungen. Wenn du das Wohnmobil abstellst, bei Nichtbenutzung, lässt du wahrscheinlich das Wasser auch ab. Genau. Und wenn man dann wieder Frischwasser auffüllt und die Leitungen und hier und da, also man sollte das auf gar keinen Fall trinken. Und selbst wenn du frisches Wasser reinmachst, sobald das einmal durch die Leitungen vom Wohnmobil geflossen ist, ist es eklig. Genau. Und das füllst du, wie du sagst, direkt von deinem Wasserhahn in den Tank. Genau, macht man einfach hier den auf. Jetzt ist da schon Wasser drin, aber... Und da sehen wir schon den ersten Filter, der in dem Tank ist. Genau. Hier drin ist schon mal ein Vorfilter, ein kleinerer. Also, die Anlage kostet 995 Euro, man bekommt aber einen Rabattcode, wo man 200 Euro sparen kann, das heißt für 795 Euro. Es gibt aber auch mehrmals im Jahr bestimmte Rabattaktionen, wo man noch mehr Rabatt kriegt, deswegen kann man sich die Anlage auch noch zu einem günstigen Preis kaufen. Ja, und liebe Zuschauer, lasst euch erstmal bitte nicht verschrecken von so einer Summe, die hier genannt wird. Schaut unbedingt weiter, denn es gibt ja einen Grund, warum sich der Edgar dafür entschieden hat, das zu investieren und zu kaufen, obwohl das erstmal sehr, sehr teuer klingt. Und gleich noch zu den Preisen weiterhin. Alle 12 Monate der Filter. Was kostet ungefähr der Filter? Weißt du das? So schätzungsweise? 10 Euro, glaube ich, kostet der Filter. Okay, das ist günstig. 10 Euro der Filter alle 12 Monate, aber die sind sicherlich schon teurer, hier die beiden. Genau. Der kostet 89 Euro. Knapp 100. Genau. Mhm. Und die Membrane kostet 109 Euro. Die ist alle 2 Jahre, aber auch auf die beiden kriegt man mit dem Rabattcode 10 Euro Rabatt. Mhm, okay. Ja, natürlich auch wie, je nachdem, wie viel Wasser man entnommen hat. Genau. Also wie viel Liter man filtert insgesamt. Da, genau, da ist ein Zählwerk, drin, sondern ein Sensor drin, der den Sättigungsgrad der Filtern misst. Und es hängt jetzt ab, wirklich, wie die Qualität des Wassers ist und die Menge, die man nutzt. Deswegen das ist immer eine Zirka-Angabe, weil das Gerät ist so schlau, dass es einfach weiß, okay, der Filter ist so weit schon gesättigt, dass er nicht mehr die Leistung bringen kann. Und dann gibt es eine Anzeige hier vorne, die dann sagt, okay, jetzt muss irgendwann der Filter getauscht werden. Wir haben ja so viele Fragen. Allein schon, wir sehen hier diesen Stecker. Das sieht nach 220 Volt aus. Genau. Du bist aber ja hier mobil unterwegs. Das heißt, du brauchst schon mal 220 Volt auch an Bord. Das hast du bei dir so gelöst, ich habe es schon entdeckt, wenn ich gleich sagen darf, du hast eine Powerstation. Genau, mit der EcoFlow kann man das machen. Ich habe hier einen 1000 Watt Konverter drin, oder Inverter. Die Anlage, weil wir haben hier in der Anlage noch einen verbauten Durchlauferhitzer. Das heißt, wir können 3 verschiedene Heiztemperaturen machen. Einmal Baby mit 60, 65 Grad, einmal die T-Taste mit 85 Grad und die Hot-Taste mit 100 Grad. Dafür brauchen wir dann einen starken Strom. Wenn wir jetzt ganz normal ungekühltes Wasser haben wollen,
haben wir einen Stromverbrauch von circa unter 10 Watt. Unter also, 10 Watt für die ganze Filtration auch. Genau, für die Filtration. Wir brauchen halt nur den starken Strom, wenn der Durchlaufhitze läuft. Aber dann haben wir wirklich nur für einen kurzen Moment, weil das ist ein kurzer Tastendruck. Kriegt man eine Taste, hält man länger, kriegt man sofort einen Liter raus. Und deswegen, liebe Zuschauer, ist ja kein Werbevideo, habe ich gesagt, bitte unbedingt weitergucken, denn es gibt ja einen Grund, warum er sich das gekauft hat. Kein Wasserkocher mehr, den man braucht, kein Wasserkochen hier über die Herdplatte, was ja viele machen. Und vor allem, viele nutzen das auch für zu Hause oder fürs Büro, das gibt es ja auch als Festanlage, alles dasselbe System. Und warum ist das spektakulär und besser und neuer und anders als Wasserfiltersysteme, die es sonst schon so gab in den letzten Jahren? Einfach, weil es eine revolutionäre Neuentwicklung ist, die anders filtert, besser filtert. Und das wolltest du alleine schon dadurch demonstrieren, dass du gleich mal einen Schluck davon trinkst. Genau. Wir haben jetzt leider keine pH- und Messstäbchen und sonst was dabei, sonst könnten wir hier mal komplette Wasseranalyse-Tests machen. Aber ihr könnt ja selber recherchieren, wenn ihr nach dieser Marke lest und googelt. Und unter dem Video verlinke ich euch alles, warum das so ist. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau, der größte Grund für uns war, die Sache ist mit den Mineralwasserflaschen, weil einfach Platzmangel immer ist. Ne? Wir hatten immer hier unten im Schrank die Wasserflaschen. So, aber wenn man zum Beispiel zwei Wochen unterwegs ist, kann man ja nicht so viel Wasser mitnehmen. Und das ist halt ein großes Problem, finde ich, im Wohnmobilsektor. Und das, finde ich, ist eine perfekte Lösung. Damit ist man mobil. Man kann sie überall einsetzen, nicht nur jetzt hier im Wohnmobilbereich. Es ist jetzt nicht fest verbaut. Und genauso nutzen wir zu Hause. Da haben wir eine fest verbaute Wasserbar von Aquabay. Und wir haben einfach dieses Problem von diesen Pfandflaschen nicht mehr. Das ist einfach modern, das ist nachhaltig und das ist einfach Komfort. Würdest du dir trauen, irgendwo unterwegs in einem Fluss, den du nicht kennst, Wasser zu zapfen und das damit zu filtern und zu trinken? Hundertprozentig. Ich habe auf meinem Instagram-Account, den ich führe, schon viele Tests gemacht. Da hatte ich zum Beispiel auch Bier hier reingekippt und habe Bier gefiltert. Bier gefiltert. Und es kam vorne Wasser raus. Wir machen einen Biertest mit unserer Flexibel von AquaGlobal. Wir füllen das Bier in den Vorratstank der Flexibel hinein. Dank der eingebauten Umkehrosmose können wir uns sicher sein, dass wir eine 100%ige Filterleistung erhalten. Es ist egal, welche Flüssigkeit sich im Vorratstank befindet. Die Umkehrosmose filtert alle Bestandteile aus der Flüssigkeit heraus und wir erhalten unser reines Wassermolekül zum Trinken. Auf die Umkehrosmose kann man sich zu 100% verlassen. Ja, also das ist wirklich interessant. Bevor wir das jetzt nochmal praktisch vorführen, was ist, wenn man dafür Interesse hat und sich das kaufen will? Ist das lieferbar? Wie lange dauert sowas, wenn man das jetzt kaufen will? Wenn sie lieferbar sind, sind die innerhalb von 2-3 Tagen wird die Anlage geliefert. Sonst... Und die feste Anlage sieht genauso aus? Die feste Anlage ist... Was ist daran anders? Da hat man zwei feste Wasseranschlüsse. Man holt dann eine Zuleitung vom Frischwasser. Und der Behälter ist dann nicht da? Genau, ne? Die Anlage ist halt dann nur so kurz. Der Teil ist dann weg. Und man hat einen Abwasserschlauch, der in den Abfluss reingeht. So, ne? Und du empfiehlst die mobile Anlage, wenn man die überall mit hinnehmen kann? Genau, also die mobile empfehle ich einfach, wenn man viel unterwegs ist und individuell nutzen möchte. Wenn man jetzt rein für zu Hause, ist die andere dann schon komfortabler, weil man nicht immer das mit dem Wassertank hat. Wir nutzen beides. Ja, wir wollen jetzt nochmal praktisch ein bisschen filtern und testen und gucken. Du hast ja schon mal gleich eben einen Schluck getrunken. Kannst du gerne auch nochmal zeigen von dem Wasser, was übrigens auch nicht, also weiß ja nicht, wie alt das ist. Auf jeden Fall ist... So. Hier stellen wir mal Becher drunter und dann können wir einfach uns selber aussuchen. Das ist jetzt zum Beispiel ungekühltes Wasser. Aber genauso können wir den Vorgang abbrechen und sagen, wir wollen jetzt hier 100 Grad heißes Wasser. Und dann hört man schon, wie der Durchlaufwälzer arbeitet und uns 100 Grad heißes Wasser. So, und so kann man das Wasser dann trinken. Und es schmeckt einfach klar, sauber, wie einfach Wasser schmecken muss. Man hat einfach keinen Nachgeschmack. Oder sonst was, weil Wasser muss einfach sauber schmecken und leicht. Ja, die 50 Liter, die du nur in deinem Frischwassertank hast, dein Wasserhahn tropft übrigens, ist das normal? Die ja, war nicht richtig zu, ja. Die erweiterst du ja, indem du noch Wasserkanister mitnimmst. Genau, ich habe hier unten noch einen Kanister. Ganz
25 Liter. Aber du achtest schon darauf, wenn du unterwegs bist, dass du dein Wasser möglichst da holst, wo ein bisschen Vertrauen ist. Also auf jeder Bahnhofstoilette würdest du jetzt nicht unbedingt dein Wasser zapfen, das meine ich. Also wir waren jetzt in Spanien unterwegs, da habe ich auch an Raststätten genommen, wo es nicht so toll aussah. Aber ich vertraue darauf und wir nehmen es auch zum Zähneputzen, zum Kochen, also wirklich ein, ja. Außer jetzt nur duschen. Wird das ganz normale Wasser genommen, aber sonst wird alles aus der Anlage rausgenommen. Ja, es geht ja vor allem darum, dass man es dann trinken kann am Ende. Und das ist dann schon krass, dass da wirklich rausgefiltert wird, alles was giftig ist und schädlich ist. In Spanien war zum Beispiel das Wasser sehr, sehr chlorhaltig. Also es hat sehr stark nach Chlor gerochen. So stark, wie es in Spanien so nie in einem anderen Land gerochen. War alles draußen. So, wir sind jetzt mal reingegangen zu dir, weil du die gleiche Anlage nochmal hast, in Fest. Die kannst du ja einmal zeigen kurz. Genau. Die ist tatsächlich kleiner, weil sie ja den Wassertank nicht hat. Nach vorne. Und hier hat man halt einen festen Wasseranschluss. Die blaue Leitung ist die Frischwasserleitung, die weiße ist die Abwasserleitung. Da haben wir halt keinen Tank, deswegen ist sie auch ganz schmaler, die Anlage. Aber von der Technik, vom Prinzip ist das gleiche. Dann gleich eine blöde Frage. Das sind ja doppelte Anschaffungskosten. Warte, gehen wir ruhig nach hier wegen dem Licht. Wieso nutzt du nicht nur die Mobile und holst sie dann rein? Du bist ja nicht nur immer mit deinem Wohnmobil unterwegs. Ja, weil ich das einfach komfortabler finde, hier halt nicht den Tank mal zu befüllen. Und das ist einfach eine einmalige Anschaffung. Aber es rentiert sich sehr schnell, wenn man zum Beispiel Flaschenwassertrinker ist. So eine Summe von der Flasche ist erstmal niedrig, wenn man das sich so anschaut. Aber wenn man das mal langfristig hochrechnet, aufs Jahr, auf mehrere Jahre, hat man das Geld für so eine Wasserbar sehr, sehr schnell drin. Und wenn man noch teures Wasser trinkt, wie zum Beispiel Wolwig oder sowas, wo die Flaschen sehr, sehr teuer sind, rentiert sich das immer, immer schneller. Zusätzlich haben wir keinen Wasserkocher, das heißt, man spart Energiekosten, weil dieser Durchlauferhitzer ist sehr, sehr sparsam. Man nimmt ja nur für die Tasse gerade die Energie. Und beim Wasserkocher hat man sofort immer für eine Tasse, macht man gleich einen Liter Wasser warm. Also. Und verkalken kann es auch nicht, weil es ja vorher gefiltert wird. Weil Wasserkocher gehen ja gerne kaputt, weil die verkalken. Ne? Genau, wir nutzen das wirklich für alles. Wir kochen damit, selbst wenn du zum Beispiel jetzt Nudeln und Kartoffeln kochst, packst einen Topf drunter, machst du gleich mehrere Liter 100 Grad heißes Wasser raus, auf den Herd drauf und das Wasser kocht viel schneller auf. Kaffeemaschine befüllen wir genauso, das heißt, wir brauchen nur die Kaffeemaschine zu entkalken. Die wunderschöne Zahl gehört natürlich nicht dazu, die hast du nur so draufgestellt. Genau. Aber es ist schon eine Hausnummer, ne? Wir sprechen hier von knapp 1000 Euro für so eine Anlage. Ja, aber mit zum Beispiel, das ist jetzt mein Rabattcode, die 115592, sparen wir halt damit Geld. Ach, dafür ist die Zahl. Das ist mein Rabattcode, genau. Also genau, wie funktioniert das jetzt, wenn einer das haben will? Genau, was muss er genau machen? In den Onlineshop von Aqua Buy, sucht sich das Produkt aus, wird dann im Warenkorb nach einem Rabattcode gefragt, gibt man einfach einen Rabattcode ein und man kriegt dann halt seinen Rabatt. Geht der nur einmal? Wenn jetzt mehrere den haben wollen, geht der jetzt... Der geht immer. Nicht, dass der erste den Code hat und das war's? Der geht immer. Okay. Ja, unter diesem Video verlinke ich euch das. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt auch in die Kommentare schreiben. Er liest das auch. Er antwortet vielleicht auch auf die Kommentare und ich beantworte die Kommentare auch gerne. Selbst ich habe Interesse. Nora hat das System auch schon kennengelernt. Wir sind auch am Überlegen. Aber wir sind auch gespannt, was ihr dazu schreibt in den Kommentaren. Ja, möchtest du da am Schluss halt noch was zu sagen? Ansonsten hast du ja schon alles gut gezeigt und geklärt. Also wer wirklich daran Interesse hat oder auch mehr sehen möchte, wie diese Umkehr-Osmose-Technologie funktioniert, was die Vorteile sind. Ich führe einen Instagram-Account, wo ich einfach diesen ganzen Wasser-Content mache, diese Produkte vorstelle, die ganzen Tests durchführe, kann gerne bei mir vorbeischauen auf meinem Instagram-Account. Mirko wird dann mal in der Beschreibung verlinken und da kann man sich dann halt auch mit der Thematik mehr beschäftigen. Ja, vielen Dank Edgar für die ganze Vorstellung. Der Aqua Global für mobil oder daheim. Liebe Zuschauer, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.